Feuer brannte, Gebäude fielen und Menschen starben. Für viele ist das die kurze Beschreibung der Ereignisse, die sich am 9. September 2001 in New York abspielten. Damals zumindest. Heute nenne ich das Alltag. Familien wurden getrennt, Enthauptungen wurden vorgenommen und politisch gab es Ärger zwischen Amerika und Russland. Damals in 2014 hatte man Angst. Angst vor diesen Terrorzellen oder die Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Heute gibt es diese Angst nicht mehr. Wenigstens etwas Gutes an der derzeitigen Situation. Heute haben die Menschen Angst. Wirklich Angst. Aber sie werden sich schon daran gewöhnen. Manche haben sich ja bereits daran gewöhnt. Afrika. Afrika hatte damals die größten Probleme. Hunger. Wirklich richtigen Hunger. Den meisten war das egal. Durst und kaum Wasser in Sicht. Krankheiten, die daher kamen, dass die Leute Hunger hatten und rohes Fleisch aßen. Ebola kam dabei heraus. Ja, ich weiß noch, wie viel Angst die Leute damals hatten. Heutzutage gibt es größere Ängste als den Tod. All diese Gedanken hatte ich, als ich diese Zeitschrift in meinen Händen hielt. Sie war verdreckt, wie ich. Etwas angebrannt, traf auch hier ein wenig auf mich zu. Auf dem Cover erkannte ich einen Globus. Darauf wurde mit recht simplen Mitteln ein Text reinbearbeitet. Darauf stand Ängste der Welt. Ausgabe Juli 2015. Ich musste lächeln. Lächerlich war das einzige Wort, das mir einfiel. Ich schaute mich kurz um. Eine alte, verlassene Wohnung. Die Tapeten waren rissig. Kleine Ranken wuchsen aus dem Boden die Wände entlang. Hier und da konnte ich Gras aus dem Laminatboden herausragen sehen. Alles lag einfach so da, als hätten die vorherigen Besitzer die Wohnung einfach verlassen, während sie gegessen haben. Ich saß in der Küche. Verschimmelte Reste von Essen standen noch da. Eklig. Aber es gibt Schlimmeres. Niemand war hier, alles war still. Die Küche hatte als einziger Raum kein Fenster, deswegen saß ich hier in einer dunklen Ecke des Raumes. Ich blätterte die Zeitschrift auf und ging einfach die Bilder durch. In dieser Dunkelheit konnte man sowieso kaum lesen. Nichts Besonderes. Bilder von Kindern aus Afrika. Einige Interviews mit Querschnittsgelähmten. Hier und da Bilder von Spinnen und Schlangen. Ich legte die Zeitschrift zur Seite und stand leise und langsam auf. Beinahe schleichend ging ich zu den Schränken, in der Hoffnung, noch irgendwas Essbares zu finden. Erster Schrank, nur einige Teller und Tassen. Zweiter Schrank, viele Gläser, auch einige mit Mickey Mouse Aufdruck. Dritter Schrank, bis auf ein paar wenige Gewürze, leer. Vierter Schrank, eine Dose Sardinen. Jackpot. Langsam öffnete ich die Dose und ein Duft von Fisch kam mir entgegen. Ich wusste gar nicht, dass ich diesen Geruch vermissen könnte. Mit der offenen Dose schlich ich wieder zurück zur Ecke, in der ich vorhin bereits saß. Genüsslich verspeiste ich einen Fisch nach dem anderen, als mein Blick wieder auf die Zeitschrift fiel. Ängste der Welt. Hatten Menschen wie ich heute noch wirklich Angst? Das versetzte mich kurz ins Grübeln. Eigentlich ja. Wir hatten heute noch Angst, aber nicht vor Dingen wie Terroristen oder Krieg oder Welthunger. Heutzutage haben die Menschen Angst vor den Dingen, die im Licht rumlaufen. Früher hatte man Angst im Dunkeln, heutzutage fühlt man sich nirgendwo sicherer. Ich aß eine weitere Sardine. Halten die Menschen heute zusammen? Diese verdammte Zeitschrift. Ich würde sagen ja. Ja, das tun sie. Menschen jeglicher Hautfarbe oder Religion handeln zusammen. Man fürchtet sich nicht vor dem Menschen neben dir. Man fürchtet die Sucher. Plötzlich hörte ich ein leises Knacken. Jeder meiner Muskeln zog sich zusammen. Ich stoppte in der Bewegung.
Ein leichtes Grollen wurde hörbar, gefolgt von einem Flatschen, welches in einem ruhigen und gleichmäßigen Schritttempo wiederkam und näher rückte. Flatschen für Flatschen, das Blut gefror mir schon beinahe. Das war das, wovor die Menschen heute Angst hatten. Heute im Jahr 2088. Heute sind Sucher die größte Angst der Menschen. Das Flatschen kam näher und langsam sah ich einen Schatten, der immer näher kam, bis der Sucher langsam an die Tür der Küche kam. Sein leguanartiger Kopf drehte sich in meine Richtung. Er schaute mich direkt an. Für einige Sekunden stand die Welt still. Sekunden wie Minuten, Minuten wie Stunden, Stunden wie Tage, Tage wie Wochen, Wochen wie Monate und Monate wie Jahre. Alles stand. Dann drehte sich der Sucher wieder um und ging seines Weges. Das Platschen ging Schritt für Schritt. Es wurde immer leiser, bis es verschwand. Ich merkte, wie mir der Arm schmerzte vom Nichtbewegen. Ich schüttelte meinen Arm etwas aus. Nur gut, dass diese Dinger nachtblind sind. Eine Katastrophe, ähnlich wie Fukushima oder Tschernobyl, ereignete sich im Jahr 2020 in Deutschland. Zwei Atomkraftwerke hatten beide eine Kernschmelze mit nur einer Woche Abstand. Amerika verweigerte Hilfe an die Deutschen. Anfangs kamen wenigstens noch Essensrationen aus Russland oder anderen Ländern aus dem Osten. Irgendwann machte Amerika dicht und sorgte dafür, dass die Landesgrenzen von Deutschland geschlossen bleiben. Die Bevölkerung jubelte und Trump war der Held, den die ganze Welt feierte. Doch das Ganze hielt nicht lange. Ich wischte mir meine öligen Hände an meiner dreckigen Jeans ab. 2022 kam es zum ersten Kontakt. Wider Erwartungen starben die Deutschen nicht an Strahlenvergiftung oder tödlichen Gasen, sondern überlebten und passten sich an. Naja, nennen wir es anpassen. Durch die erhöhte Strahlung auf Mensch und Tier verloren die Ersten den Verstand. So hieß es zumindest in den Medien. Doch wer glaubt den Quatsch schon? Jedenfalls wurden die Menschen, die in den betroffenen Gebieten gewohnt haben, stetig aggressiver. Der Mangel an Nahrung und Wasser verschlimmerte diesen Effekt. So kam es, dass man anfing, dort zu jagen und daraufhin auch verstrahlte Tiere zu essen. Das Ganze hatte nur einen kleinen Nebeneffekt. Anstatt der üblichen Folgen wie Krankheit und Tod gab es da einen Vorgang, den Wissenschaftler unglaublich kompliziert benennen. Ich nenne es einfach Mutation. Die Leute, die verstrahltes Tierfleisch aßen, mutierten zu einem Mensch-Tier-Hybriden. Mit dem Nachteil, dass ihre Aggressionsrate steil hochging und sie noch dazu die Vernunft beiseite liegen ließen. Ihre Instinkte sind weit ausgeprägt. Viele davon sind zurückgegangen im Laufe der Zeit. Mittlerweile gilt es für sie, an die Spitze der Nahrungskette zu kommen. Im Grunde haben die Viecher das hinbekommen. Die meisten Menschen fliehen, wenn sie einen Sucher sehen. Doch das bringt nichts. Oft sind es Reptilien, die die Sucher repräsentieren. Wenn man wie ich auf einen Leguan oder ein Krokodil trifft, dann muss man sich nur im Dunkeln verstecken. Wenn aber eine Kobra kommt, dann bist du schon so gut wie tot. Langsam stand ich auf und schlich zur Küchentür. Man kann diese Situation am besten mit der Verfolgung der Juden im Jahre 1939 vergleichen. Ich schaute mit dem Kopf raus. Links frei, rechts frei. Der Gang war leer. Da ein Sucher bereits hier war, glaube ich, dass heute kein weiterer hier vorbeikommen sollte. Schleichend ging ich ins Wohnzimmer, wo es ein paar wenige Fenster gab. Ich schaute vorsichtig aus einem der Fenster und erkannte die ehemaligen Straßen vor dem Haus. Hohes Gras, das aus dem Beton der Straße herausragte. Bäume, die sich durch ganze Häuser hindurchzogen und unten auf der Straße laufend einige der Sucher. Ich ging ein paar Schritte zurück und setzte mich auf das alte Sofa, welches noch im Wohnzimmer stand und vom Staub bedeckt war. Mein Blick wanderte wieder zum Fenster, wo ich einige Hochhäuser sah, alle teilweise eingestürzt. Doch sie standen noch.
2023 schickten die Amis einen Forschungstrupp, um die Infizierten, wie sie sie nannten, zu untersuchen. Die Forscher wurden nicht mehr nach Hause gebracht. Nach nur wenigen Stunden verloren die Amis deren Signal. Was zurückblieb war nur eine Strahlenanzugmaske mit einem Loch in der Scheibe. Nach einigen Wochen schickte Trump einen Spezialtrupp in die Quarantänezone. Von 250 Mann kam nur einer zurück. Naja, eher ein halber. Beide Beine und ein Arm hatte der Soldat verloren. Er stand unter Schock und brabbelte wirres Zeug vor sich hin. Der Soldat wurde direkt nach Amerika geschickt und in ein Krankenhaus gesteckt. Erst später nannte man ihn Patient Null. Wie sich herausstellte, wurden seine Gliedmaßen nicht abgeschnitten, sondern abgebissen. Und im Nachhinein merkte man auch, dass die Bisse der Infizierten ansteckend waren. Der Soldat mutierte und nahm das ganze Krankenhaus mit. Spezialeinheiten und Sanitäter kamen bereits nach 15 Minuten. Patient Null hatte das Krankenhaus innerhalb von 11 Minuten zerstört und dabei noch mehrere Menschen infiziert. So fing es an. Heute, im Jahr 2088, leben noch ungefähr 10% der gesamten Menschheit. Der Rest ist tot oder mutiert. Ich beuge mich langsam im Sofa vor und strich mir mit der Hand durch die Haare. Ich war müde. Letzte Nacht hatte ich gerade mal 2 Stunden Schlaf. Ich sollte heute Nacht in der dunklen Ecke in der Küche schlafen. Langsam stand ich auf und schlich zum Schlafzimmer. Mit einem Knarren öffnete sich die Tür und ich konnte mir das Zimmer anschauen. 2 Fenster, ein alter kaputter Schrank, eine Kommode und ein Doppelbett, in dem 2 Leichen lagen. Wahrscheinlich die Besitzer der Wohnung. Sie lagen Arm in Arm da. Auf der Kommode lag ein Zettel. Ich nahm diesen in die Hand und versuchte ihn zu entziffern. Es ist lange her, dass ich was gelesen habe. Wir möchten nicht auf diese grausame Art und Weise sterben. Wir haben uns dazu entschieden zu schlafen. Bitte vergebt uns. Dieser Zettel war wohl für Familie oder Bekannte gedacht. Klasse, keine Decke für mich heute Nacht. Ich ging in die Küche und setzte mich in dieselbe Ecke, in der ich bereits vorhin schon saß. Ich wünschte mir für heute Nacht nur eins: einen traumlosen Schlaf. Ich schreckte auf. Außer Atem versuchte ich mich zu beruhigen. Ich wurde still und hielt meinen Atem an. Nichts, kein Geräusch. Ich atme erleichtert wieder aus. Es war noch dunkel. Die Sonne bräuchte wohl noch einige Stunden, bis sie hochgeht. Erschöpft stand ich auf und begab mich wieder zu den Schränken in der Küche. Vielleicht gab es ja noch irgendwo etwas zu essen. Nochmal der 4. Schrank, leer. 5. Schrank, einige Töpfe und Pfannen. 6. Schrank, ein großer Sack Reis. Oh Gott, das war ja schon fast das Paradies hier. Zufrieden riss ich den Sack oben auf, holte mir einen Teller aus einem der anderen Schränke und schöpfte mit meinen Händen etwas davon in den Teller. Ich schlich ins Wohnzimmer und setzte mich wieder auf das Sofa. Es war dunkel. Man sah nicht viel. Bis auf einige tiefe dunkle Wolken, die an den zerstörten Wolkenkratzern vorbeiflogen. Wie bereits Einstein sagte, es gibt nur 2 Dinge, die unendlich sind: das Universum und die menschliche Dummheit. Damit hatte er recht. 2023 setzte die US-Regierung alles daran, die Mutationen zu verstehen und diese zu bekämpfen. Ich nahm eine Handvoll Reis und stopfte sie mir in den Mund. Trocken, aber es sättigt. Die Infizierten wurden in eine spezielle Einrichtung gebracht. Patient Null wurde ausgeschaltet und für eine kurze Zeit war die Welt wieder in Ordnung. Anfang des Jahres 2031 kamen die nächsten Vorfälle. Die spezielle Einrichtung der Amis wurde zerstört. Die Infizierten waren mutiert und die Wissenschaftler hatten immer noch keine Erklärung für diese Laune der Natur. Natascha Obama, Barack Obamas Tochter, wurde nach dem Tod von US-Präsident Trump die nächste Präsidentin. Die Vogelgrippe brach wieder aus, jedoch nur für ein paar Monate. Justin Bieber wurde Teil einer 40-jährigen Boygroup und versuchte damit sein Comeback.
Er schaffte es nicht mehr. Er starb, als er auf dem Weg nach Kanada war. Zugunglück. Andere Stars wie Lady Gaga oder Robert Downey Jr. flohen alle in die teuren Bunker, die sie sich bauen lassen haben. Keine Ahnung, wahrscheinlich sind sie dort unten gestorben. Vielleicht leben sie auch noch. Ich gähnte. Ich war noch nicht ganz wach. Kurz füllte ich meine Hand wieder mit Reis und aß weiter. 2033. Amerika wird komplett abgeriegelt. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Nicht mal die Mexikaner wollten mehr in die USA. Doch hier und da gab es dann noch ein paar Querdenker, die gemeint hätten, dass sie das Richtige tun müssten. Danke Kanada. Einige Kanadier waren mit den, nennen wir es mal, sozialen Bedingungen in den USA nicht zufrieden. Und dass die Nicht-Infizierten rauskommen sollen, haben sie auch noch verlangt. Klar, alles schön und gut, doch woher wusste man, wer infiziert war und wer nicht? Gar nicht. Und genau hier war das Problem. Die NATO sorgte dafür, dass die Grenzen der USA und die von Deutschland geschlossen blieben. Doch dann kamen diese schwachköpfigen Friedensdemonstranten, die meinten, dass diese Wesen nett und freundlich wären und dass dieser eine Minderheit wäre und dass die NATO doch nur auf Krieg aus ist und bla bla bla. Es kam, wie es kommen musste. Einige ganz Schlaue schafften es irgendwie in die USA reinzukommen. Problem, sie kamen wieder raus. An sich ist das ja gut, dass sie wieder rauskamen, wenn sie nicht den einen Infizierten von ihnen mit rausgenommen hätten. So fing es an, sich dann in Kanada zu verbreiten. Von da aus in der ganzen Welt. Immer mehr Menschen wurden infiziert. Immer weniger Menschen blieben am Leben. 2037 stellten einige schlaue Köpfe eine Theorie auf. Aufgrund der Handlungen der Infizierten gegenüber anderen fiel auf, dass sie eine Art System haben. Die unterste Stufe waren die Sucher. Danach waren es die Krieger. Danach die sogenannten Wächter und an der Spitze des Ganzen der König oder die Königin. Also lebten diese Mutanten in einer Monarchie, ähnlich wie in einem Bienennest. Wir Menschen sind der Nektar und die Arbeiter sammeln uns. Ich weiß nicht, was mit den Menschen passiert, wenn sie von einem Sucher gefangen genommen werden. Ich weiß nur, dass noch keiner lebendig zurückkam. Ich hatte den Teller mittlerweile leer. Vorsichtig stand ich auf und schlich wieder zurück in die Küche. Den Teller stellte ich einfach wieder auf den Tisch. Es wäre gut, wenn es hier noch irgendwo etwas zu trinken geben würde. Zwei Schränke waren noch nicht durchsucht. Siebter Schrank, ein Sack Kartoffeln. Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Achter Schrank, eine Dose Wasser. Verdammt, ich war hier im Paradies. Ich nahm die Dose, machte sie sofort auf und nahm einen großen Schluck. Es war unglaublich, endlich mal wieder etwas Angenehmes zu trinken. 2040. Noch 50% der Menschheit war am Leben. Einige haben sich zusammengetan und erfolgreich ein Dorf besetzt. Manche gründeten Wanderkolonien und lebten von der Hand in den Mund. Große Städte musste man meiden. Die waren bereits verloren. 2044. 30% der Menschheit war noch am Leben. Die besetzten Dörfer wurden beinahe überrollt. Die Wanderkolonien traf es dabei etwas besser. Viele, aber nicht alle Kolonien wurden zerstört. 2050. 23% der Menschheit lebt noch. Es kursierten Gerüchte über Safe Spots, Orte, zu denen die Mutanten nicht kommen konnten. Einige davon waren in Großstädten, weshalb sich keiner traute, dorthin zu gehen. 2060. 18% der Menschheit lebte noch. 2070. 14%. 2080. 12%. Heute, im Jahr 2088, leben noch 10% der gesamten Menschheit. Ich bin ein Einzelgänger. Ich traute mich Dinge, die sich nur wenige trauten. Deshalb war ich hier. Ich bin in Atlanta City, in einem Hochhaus mit vielen Wohnungen. Immer wieder schaue ich auf die Straße und beobachte die Sucher. Ab und zu wird es hier langweilig, da überlege ich mir immer wieder mal, nach Hause zu gehen.
Und dann kommen einige dieser Menschen und verstecken sich in diesem oder anderen Hochhäusern. Macht mir ja nicht viel aus. Die können mich sowieso nicht sehen. Sich immer wie ein Mensch zu verhalten, wird auch irgendwann langweilig. Ein Knacken und Platschen. Die Sonne war mittlerweile draußen und schien hell in das Wohnzimmer. Der Leguan kam wieder ins Wohnzimmer. Er starrte mich an, drehte einfach um und ging wieder. Langweilig, murmelte ich und nahm noch einen Schluck von dem Wasser. Du fragst dich gerade wahrscheinlich, wer ich bin, richtig? Naja, es ist so simpel als auch kompliziert. Ich bin hier und ich bin nicht hier. Ich bin überall und nirgendwo. Die Menschen gaben mir alle im Laufe der Zeit die verschiedensten Namen. Zeus fand ich damals am besten. Die alten Griechen hatten damals die beste Fantasie. Blitze schleudern wäre schon richtig gut. Allah wurde ich von den Muslimen genannt. Die haben auch echt viele Glaubenskriege geführt. Gott, der Herr, so nannten mich die Christen. Die waren nicht besser als die Muslime, haben genauso viel Mist gebaut. Und all das, weil sie glaubten, es in meinem Namen tun zu müssen. Sie missbrauchten meinen Namen, um ihre Taten gut wirken zu lassen. Und diese Kirchen, Moscheen oder was auch immer. Mein Gott, ironisch, ich weiß. Wofür zum Teufel? Ja, das ist mein Bruder. Brauchte ich denn bitte ein Haus? Haus Gottes nannten sie es. Wozu denn, wenn ich überall bin? Mittlerweile war ich es leid. Ich habe diese Geschöpfe nach meinem Ebenbild geschaffen und trotzdem bauen sie so viel Mist. Ich warte einfach noch ein wenig und schaue zu, wie sie sich selbst vernichten. Dann mache ich einfach eine neue Welt